Lindsay Lohan bewegt sich nicht nur vorwärts und rückwärts, nun bewegt sie sich in eine Richtung. Raus. Laut TMZ hat die Schauspielerin die Betty Ford Klinik in Palm Springs verlassen und befindet sich nun in dem Cliffside Rehab Center in Malibu. Das war offenbar auch alles ganz einfach. Es wurde ihr vom Staatsanwalt, Richter und Anwalt erlaubt. Lindsay befindet sich bereits seit 30 Tagen in der Rehabilitation. Ihr wurden 90 Tage verordnet. Die Betty Ford Klinik ist angeblich eine gute Einrichtung für eine einmonatige Behandlung. Die neue Klinik wird besser für Lindsay sein. Dort kann sie den Rest der Zeit verbringen. Michael Lohan, Lindsays Vater, sagte, er denke, dass seine Tochter nun auf einem guten Weg mit dem Programm ist und dass es an der Zeit ist, dass sie sich rundherum um sich kümmern muss. TMZ berichtete, dass Lindsay darauf bestand, in eine Klinik zu kommen, in der sie das Aufmerksamkeitsdefizitmedikament Adderall nehmen kann. Aber es ist unklar, ob die Einrichtung in Malibu ihr das gestattet. Es ist ein stimulierendes pharmazeutisches Amphetamin. Vielleicht will sie das Medikament jetzt ja auch gar nicht mehr nehmen.